Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir ganz einfach Minecraft Java mit einer Snapshot-Edition spielen können. Gerade will ja wirklich so ziemlich jeder die neue Snapshot 1.20 Version spielen. Dementsprechend geht das natürlich damit, aber auch für alle neuen Versionen, die in der Zukunft mal so rauskommen sollten, geht das Ganze genauso, wie ich es euch jetzt gleich zeigen werde. Deshalb würde ich sagen, dass wir doch einfach direkt mal damit anfangen. Das erste, was wir natürlich einmal machen müssen, ist, dass wir den Minecraft Launcher öffnen. Falls ihr also gerade in Minecraft selber seid, dann gehe ich noch einmal zurück. Wir brauchen als allererstes einmal den Minecraft Launcher. Hier gehen wir hier oben einfach auf den Punkt Installationen und dann fügen wir eine neue Installation hinzu. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass wir hier auch die Entwicklungsversionen aktivieren. Ansonsten könnte es eben sein, dass die uns gar nicht angezeigt wird. Dann gehen wir einfach, wie gesagt, auf neue Installation. Hier geben wir dann erstmal irgendeinen Namen ein. Was ihr hier wählt, ist eigentlich relativ egal. Ich wähle jetzt einfach mal der Übersicht halber Snapshot 1.20, damit ich die nachher eben auch ganz gut wieder finden kann. Dann haben wir hier schon den Punkt Version. Hier klicken wir also einfach einmal drauf und hier müssen wir dann jetzt als nächstes irgendeine Snapshot-Version auswählen. Ich nehme jetzt mal die erste hier, 23W04A. Das spielt im Endeffekt aber auch gar keine so große Rolle. Ihr solltet jetzt natürlich keine ganz, ganz alte hier nehmen von ganz weit unten, weiß ich nicht, 13W23B, was jetzt ziemlich weit unten ist, solltet ihr wahrscheinlich besser nicht nehmen. Aber welche von diesen ganz oben wir jetzt hier nehmen, spielt im Endeffekt gar keine so große Rolle. Wie gesagt, dazu kommen wir dann eben gleich, wie wir die Snapshot-Version selber in Minecraft aktivieren. Als erstes erstellen wir unsere Version, aber natürlich einmal gehen, dann hier oben wieder auf den Punkt Spielen und hier bei diesem Feld, wo wir dann jetzt unsere Version auswählen, mit der wir dann Minecraft tatsächlich auch spielen wollen, wählen wir natürlich unsere neue Version. Ich habe die ja wie gesagt Snapshot 1.20 genannt, deshalb wählen wir die einfach einmal auf und gehen dann auf Spielen und das kann jetzt eben ganz kurz dauern und gleich sehen wir uns dann direkt schon in Minecraft wieder. Ja, jetzt in Minecraft gehen wir als erstes einmal auf den Punkt Neue Welt erstellen. Hier können wir natürlich jetzt unsere Welt ganz normal erstellen, einen Namen eingeben, modifizieren, was die Schwierigkeit angeht und so weiter und so fort. Ich würde sagen, auch die nennen wir jetzt einfach mal Snapshot 1.20, aber auch hier wieder das gleiche, was ihr hier im Endeffekt auswählt, ist komplett egal. Wichtig ist aber, das müssen wir jetzt alle machen, dass wir einmal auf den Punkt Datenpakete gehen. Und zwar haben wir hier unter dem Reiter verfügbar einmal das Bundle und noch das Update-1-20. Beide von denen müssen wir jetzt über diesen Pfeil, sage ich mal, nach rechts einmal nach rechts verschieben. Wir klicken also bei beiden einfach einmal auf diesen Pfeil drauf und dann landen die hier direkt schon bei ausgewählt. Jetzt klicken wir einmal auf Fertig. Hier müssen wir das Ganze dann nochmal bestätigen. Wir klicken also auf Fortfahren einfach. Ihr könnt euch das sonst aber auch nochmal durchlesen. So oder so müssen wir das machen. Wir haben also gar keine andere Wahl. Zu guter Letzt klicken wir dann einmal auf Neue Welt erstellen. Auch hier müssen wir dann nochmal zustimmen, dass wir das Ganze eben gelesen haben, wie auch immer. Achtung, diese Einstellungen verwenden experimentelle Spielelemente. Das ist uns natürlich bewusst, logischerweise, weil das Ganze ja eben auch nur eine Testversion ist und dann landen wir schon gleich in unserer Welt und ich würde sagen, hallo, und ich würde sagen, wir gucken dann auch mal, ob das Ganze wirklich funktioniert hat. Und ja, das Ganze hat auf jeden Fall schon geklappt. Beispielsweise kann ich mir hier über dieses Inventar jetzt einfach ein Dromedar-Spawn-Ei besorgen, beziehungsweise die kann man natürlich jetzt auch ganz normal finden, in den entsprechenden Gebieten eben, aber das ist jetzt einfach ein Beweis dafür, dass das Ganze auf jeden Fall funktioniert, denn die gab es ja in den Versionen davor beispielsweise nicht. Außerdem, wenn wir hier mal reingehen, man sieht hier direkt auch einige andere Sachen, die es eben vorher so nicht gab. Deshalb, ihr seht schon, das Ganze hat auf jeden Fall ziemlich gut geklappt und an sich ist es ja zum Glück auch nicht so viel Aufwand. Falls ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Kuss fürs Zuschauen und haut rein!